Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky, the Third. Diesmal mit Sinn im Team. Ich hatte am Ende der letzten Folge ja gesagt, worin das begründet liegt. Aber wir werden uns jetzt dieses Turnier, für das er jetzt ins Team geholt wurde, erstmal noch nicht anschauen, sondern wir starten direkt mit der nächsten Star Door, die noch offen ist. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht irgendwen mit drin haben muss, der jetzt nicht hier mit im Team ist. Das würde das alles ein bisschen verkomplizieren. Aber ich hoffe, wir kommen jetzt auch so mit rein. Beim letzten Mal hat das Spiel uns das angeboten. Da waren wir aber, wie gesagt, auch mit einer anderen Truppe noch hier. Aber es geht. Das ist schon mal gut. Ich zeige euch dann, je nachdem, wie lange das hier dauert mit dieser Tür, zeige ich euch, bevor wir mit Sinn ins Turnier starten, wie ich ihn ausgerüstet habe und alles und überhaupt. Weil diese Star Chambers, diese Star Doors, die dauern manchmal sehr, sehr lange und wie wir beim letzten Mal gesehen haben, manchmal auch sehr kurz, je nachdem, was das Thema ist. Aber wir scheinen kämpfen zu müssen, wieder mal, wie beim letzten Mal auch. Ja gut, den Text, den kennen wir jetzt schon, hören wir auch zum x-ten Mal, brauche ich nicht vorlesen. Hallöchen! Okay, ja, kann man mal machen. Ich habe jetzt hier die Informationen nicht vollständig. Dafür hat nämlich ein Quartz-Slot gefehlt und da wollte ich eher andere Sachen reinpacken. Okay, das Blöde ist jetzt, ihr seht es an Ren, an ihrer CP-Leiste. Ich habe es nicht vergessen, ich konnte aber da an dem, mich da nicht nochmal hochdrinken sozusagen. Das ging leider nicht. So, dann lasst mich mal überlegen, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Ich komme jetzt hier mit meinen Zaubern wieder nicht an die Reihe vor den Gegnern. Ich könnte allerdings hier eventuell schauen, ob es irgendwas gibt, was uns hier weiterbringt. An sowas hier habe ich zum Beispiel gedacht, wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Oder machen wir das jetzt einfach mal? Ja, okay. Das war eine schlechte Entscheidung. Warte mal. Das heißt, das sind alles Dinger, die du nur mit Zaubern beackern kannst, ne? Wir hatten die im letzten Dungeon, hatten wir die ja auch. Jetzt fehlt mir der Text, aber das, die wirst du mit Zaubern. Die wirst du mit Zaubern beschädigen müssen. Das heißt, ich kann allerhöchstens mal gucken, ob ich hier irgendwas Supportiges finde, was mir hier weiterhilft. Das ist blöd. So Gaia Shield wäre jetzt zum Beispiel ganz cool, aber der braucht ja gefühlt 10 Jahre, bis er das ja einmal gecastet kriegt. Ich versuche es jetzt trotzdem einfach mal, damit ich irgendwas jetzt hier mache und die Runde nicht total sinnlos verstreicht. Was haben wir hier? Das hier ist doch zum Beispiel gar nicht so verkehrt. Warte, warte, warte. Ist hier noch irgendwas Besseres? Auf den ersten Blick würde ich sagen nicht. Wobei er mit seinem Stärkeboost uns hier sowieso herzlich wenig helfen wird. Egal, wer das bekommt. Weil die ja mit, scheinbar nicht gegen physische Attacken empfindlich sind. Aber mal gucken. Mal gucken. Für die Defensive ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Dich möchte ich dann ganz gerne zaubern sehen. Die sind auch gegen nichts empfindlich, ne? Weder der in der Mitte, noch die Dinger da drumherum. Dann gucken wir mal. Vielleicht kommt sie durch. Die werden sich jetzt bestimmt aus dem Kreis wieder rausbewegen. Aber ist okay. Vielleicht teilen die auch gar nicht so hart aus. Wir werden sehen. Ich habe einen Heidenrespekt vor dem, was die imstande sind zu leisten. Aber eigentlich sollte nicht viel passieren. Ich meine, hallo, ich habe 3 Magier hier, die allesamt imstande sind, mehr als ordentlich auszuteilen. Deswegen ist meine Sorge, glaube ich, unbegründet. Ich habe viel mehr Angst vor dem nächsten Turnier, was mir bevorsteht. Abyss Fall kommt durch, jawohl. So muss das. Ich beschleunige jetzt hier mal ein bisschen. Er ist gespannt auf den Schadensoutput. Hä? Okay, ich check noch nicht so ganz, worauf dieser Kampf hier hinauslaufen soll. Warte mal, hau da mal bitte einmal drauf. Kann es sein, dass das Ding hier in der Mitte das Schutzschild ist für... Dankeschön.
für die drumherum? Ich check hier noch nicht so ganz, was Sache ist, aber wir werden uns diesem Thema annähern. Warte mal, ich versuche jetzt hier mal mit kleiner. Ich versuche mal erstmal den Star Guardian aus dem Weg zu räumen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass der hier der Knackpunkt sein wird. Warte mal, Richard war derjenige, der so einen S-Break hatte, ne? Der nur auf einen geht. Alle anderen haben, glaube ich, Flächenangriffe. Außer Randy jetzt mit Peter Mater diesen Line-Angriff hat, aber... okay, warte. Ich bleibe jetzt mal bei meiner ersten Überlegung und guck, dass wir den in der Mitte irgendwie weggeklatscht kriegen. Ich hoffe, der ist empfindlich gegen Zauber. Das ist der Fall. Das ist schon mal gut. So, wenn wir jetzt nämlich alle brav den anzaubern, dann sollte der Rest dann hoffentlich nur Formsache sein. Mal gucken. Verträgt auf jeden Fall ordentlich. Können wir hier guten Schaden austeilen, aber... Jawohl. Okay, Sinn hat durch seinen Stärkeboost jetzt scheinbar doch einen Vorteil für diesen Kampf. Okay, das Ding muss auf jeden Fall verrecken. Die dürfen auch gerne so stehen bleiben hier drumherum. Das ist dann nämlich für die nächste Runde gar nicht so verkehrt, wenn es dann darum gehen wird. Au. Nein! Hässlicher Blindeffekt. Geh weg. Obwohl, eigentlich ist das nur für Sinn jetzt eine Beeinträchtigung, aber der hat so viel schönen Schaden ausgeteilt gerade eben. So, komm, ein Zauber noch und dann war's das mit dem. Ich gehe jetzt mal auf Soul Blur, weil das, glaube ich, schneller an die Reihe kommt, oder? Nee, nimmt sich nichts. Dann kann sie auch auf die starke Version gehen und er haut daneben. Okay, das war zu erwarten, aber jetzt war's das für dich hoffentlich. So, und jetzt bin ich mal so mutig und versuche hier wieder... bisschen was an stärkeren Flächenzaubern zu bringen. Jetzt mal, hier habe ich eine KO-Wahrscheinlichkeit. Wollen wir das mal probieren? Ich weiß nicht, ob die dagegen resistent sind, aber finden wir es doch raus. Nein! Nein! Okay. Ich habe das... Nee, das war gerade voll der Denkfehler. Die haben das ja vorhin alles schon reflektiert, ne? Ich keine Ahnung, wie ich drauf komme, das als Schutzschild zu interpretieren, der das dann umgelenkt hat. Keine Ahnung. Oh, das wird wehtun. Das wird wehtun. Aber ich hab's nicht anders verdient, ja. Sind wir mal ehrlich. Aber hey, ich wollte auch nur, dass Ren ihre Wiederbelebungskünste mal demonstrieren kann. Das, genau, das war der Plan. Nichts anderes. Guck mal, sie kann jetzt nämlich komplett hochheilen. Ich glaube, wir holen mal zuerst Kevin zurück. So, und die... Dann ist nämlich meine Konstellation jetzt hier doch nicht so die allerbeste. Aber guck mal, die vertragen nicht viel. Die vertragen nicht allzu viel. Und die teilen eigentlich auch gar nicht so hart aus. Eigentlich ist der Kampf gar nicht schwer. Ja, das ist jetzt mein nüchternes Fazit. Ich habe es einfach nur dumm aufgezogen von Anfang an. Das heißt aber, theoretisch könnte ich jetzt meine S-Breaks, wenn ich jetzt durch die Tode mir diese nicht versemmelt hätte... dann hätte ich damit eine Menge erreichen können. So, dann lass uns mal gucken, ob ich meine Leute irgendwie verstärkt kriege. Forte hat er leider nicht. Warte mal, wie viel Schaden machst du denn? Hier war doch einer, der schon ordentlich was mitbekommen hat. Ja, guck mal, immerhin vierstellig, besser als nichts. So, hast du Forte? Ich meine, irgendwer konnte das, aber das wird jetzt wahrscheinlich Richard gewesen sein, ausgerechnet der, den ich jetzt hier nicht mit im Kampf habe. Warte mal... könnten hier mal gucken. Blood Circle. Auf alle drei. Die Crafts sind ja auch physischer Natur, oder? Ja, sieht so aus. Okay, ich glaube, das war nicht die allerschlechteste Entscheidung. Ja, bei ihm ist jetzt dieser Blindeffekt all. Den hätte ich eigentlich mit Kevin auch mal eben kurz wegmachen können, ne? Warte mal, ich versuche mal einen jetzt hier zu attackieren. Jawohl, er hat sogar getroffen. Sehr schön, so muss das. Ich glaube, das könnte es eventuell gewesen sein. Ich lasse das jetzt hier mal durchlaufen und beschleunige nicht. Weil so oft haben wir das jetzt ja auch noch nicht gesehen. Mit Ren hätte ich auch gerade Olivier mal wieder beleben können. Aber egal. Ich wette, der Kampf wird am Ende eh nicht allzu viele Dings abwerfen. EP.
Ich hätte ihn aber... Auch das noch. Okay. Ist ja gut, ey. Was für Krawallbrüder hier. Aber an Sinn wird er sich jetzt ordentlich die nicht vorhandenen Zähne ausbeißen. So, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich werde mal Ren so ein ganz kleines bisschen stabilisieren. Ich werde jetzt ja auch noch nicht an meine wertvollen Ressourcen ran. Und sie kann dann mal gucken, dass sie dann doch den Olivier wieder zurückholt. Und ich glaube, den Rest wird der Sinn hier ganz wunderbar im Alleingang schaffen, oder? Ah, der ist blind. Da war ja was. Moment. Hier haben wir es. Purging Balm. Bitte einmal in seine Richtung. So, und der Rest sollte dann eigentlich nur noch Formsache sein. Behaupte ich mal ganz kühn, weil dann wir alle drauf. Ah, ich hätte bei Olivier mal gucken können wegen Pforte, aber ist egal. Ja, wir attackieren jetzt einfach brav mit allen. Er hat jetzt den Stärkeboost. Kann er sich auch mal austoben hier. Aber Sinn ist jetzt der Hauptdamage-Dealer und der Rest sollte dann eigentlich kein Thema mehr sein. Jawohl, da bekommt die kleine Ren nochmal voll was aufs Maul, aber. Egal. Boah, ey, war das ein fehliger Einstieg hier gerade, aber am Ende habe ich den Kampf dann irgendwie doch noch gecheckt. War Gott sei Dank nicht allzu schwer. You have overcome the trial, thus I shall grant to you a memory fragment and my blessing. Dankeschön. Obwohl ich so schlecht war, ich habe dein Blessing gar nicht verdient. Aber der Memory Fragment nehme ich gerne mit. Aha. Die Maske kenne ich doch. Das ist doch Bleu Blanc, ne? Auch anhand der Karte gut erkennbar, auf wen hier Bezug genommen werden wird. An investigative report on Phantom Thief B. His crimes, his history and his true identity. Imperial Chronicle Investigative Team. Ich mag das Lied im Hintergrund so gerne. Auch wenn das immer heißt, die Kacke ist am Dampfen und gleich passiert irgendwas Uncooles. Oder irgendjemand sehr, sehr Böses betritt die Bildfläche. Phantom Thief B has had quite the lengthy and productive career in thievery in the Empire, as the amount of records we have been able to find on his crimes proves beyond a doubt. From numerous paintings held in the Imperial Art Gallery, to a Septium Crystal held in the Empire's Customs Warehouse, to even a cutting-edge tank held in an Imperial Army Research Facility. Nothing is truly safe when he desires to steal it. His conquests aren't limited to inanimate objects. He has been guilty of pretending to be a military officer and eloping with the wife of a marquis on one reported occasion. Yet, and this is perhaps the most baffling part, there is no concrete evidence to suggest he has profited from his exploits. Rather, the objects stolen usually end up in places so bizarre their owners are liable to faint upon hearing about them. In other cases, they are transformed into Mira, which is then rained down from the sky in areas largely inhabited by those less fortunate. Hearing this, one might be led to think him a vigilant, weiß nicht, wie man es ausspricht, thief, who takes from the rich and giving to the poor, but make no mistake. The truth is not so simple. The wife of the Marquis discussed earlier is a fine example of that. As of this writing, it has been a little over half a year since the elopement took place. Since then, she has remained unaccounted for. Many of the items stolen by him may return to the public eye in some fashion, but not all. Between his eccentric techniques and bizarre behavior regarding the objects he steals, it might appear as though his thefts are purely whims and nothing else. Upon studying an overall picture and reviewing the objects, and indeed people, in play, you begin to see that they all have one specific thing in common. Take the artwork stolen from the Imperial Art Gallery, for example. Each of them were works of pure genius, painted by a master of their craft. But they gained a reputation for being too complex for the target audience of such works, the nobility, and were shamefully stored away instead of placed on display. Similar could be said of the Septium Crystal. Known for its unparalleled beauty, after being seized by customs, it was sealed away in the warehouse and doomed never to be admired
appeared by human eyes again. The tank is one more example with its promising development cut short. Rather than be put to good use, it was left collecting dust. As an aside, the case of the Marquis's wife does contain some striking similarities. Despite marrying her, he devoted most of his attention to his concubines and barely spared a thought for her. In conclusion, we can see now that the underlying motive for his actions is finding objects of beauty that have been abandoned by the world and freeing them from their foolish owners. No matter how the world may see his crimes, his motive is clear. The truth of that is evident in the cards he leaves before committing his crimes. This is the so-called liberation of beauty mentioned upon each of them. Phantom Thief B steals not for money, but for an ideal he believes in, and it is in this fact we believe are clues to this true identity. Ich finde das irgendwie voll faszinierend, also auch den Beweggrund, das zu tun. Da spricht wirklich der reine Idealismus aus ihm. A number of valid theories have come about on the face behind our famed thief. Unfortunately, they are all as lacking in conclusive proof as they are numerous, and so it is impossible to say whether any of them are actually correct. To complicate matters further, we now even have deranged individuals coming forward pretending to be him and allowing themselves to be captured by law enforcement. That is not to say, however, that none of the theories circulating are at all plausible. Here we will introduce three such theories which have developed significant followings and may not turn out to be too far from the truth. Ich bin gespannt. Theory 1. Amoros con artist X. Amorous oder so? X personal history. X is known for his exceptional skill as a con artist, having faked his own identity in order to engage in romantic relationships with many noble women. He was as handsome as he was capable, and he was exceptionally proud in nature as well. Born to a poor family in the temperate south, he became used to stealing in order to make ends meet from a young age. According to testimony from a companion of his at the time, he was never once caught for such thefts. The reason X converted from being a common thief to a con artist is believed to have stemmed from falling in love with a noble woman of much higher social standing than he. The rule of the aristocracy was absolute in the country he called home, and blessed romances between those of different classes unthinkable. With that in mind, he resolved to create a false identity in order to make his dream possible. Following his first rousing success, he came to do the same on a myriad of other occasions, indulging in one forbidden affair after another. It was a mere 10 years ago that he was arrested on suspicion of identity fraud, but he performed a miraculous escape from prison. Ever since then, his whereabouts have remained unknown. Thoughts. Both X's peerless skills as a thief and his interest in forbidden romances with noble women sound remarkably like what we know of Phantom Thief B. Also worth noting is that despite using his abilities of deception to court those of vast wealth, he displayed virtually no interest in their fortunes. That is to say, he gained no financial benefit from his actions whatsoever. Instead, he simply lamented that he was unable to indulge in them because of something as trivial as his social class. We conclude that this attitude bears a striking resemblance to the thief's own views on beauty. Tragic artist, why? Why? Ich muss gerade kurz überlegen. Why's personal history? Why was an artist with a rather tragic past? Born to a middle-class family in the north, he was hired by an influential aristocrat to be their personal artist, producing many a stunning piece of work. However, it was later discovered that wasn't all he produced. On the contrary, he was also responsible for a number of counterfeit pieces. The one who hired him sought to profit through ill means
thanks to his work, and so he created such counterfeits under the noble's instructions. One day, however, Y suddenly left the noble's service. The reason remains unknown. This is where his tragedy begins. Immediately after leaving his client behind, Y received a terrible piece of news. His lover, the daughter of a respected family, had been killed in a traffic accident. While there is no evidence to prove as much, it is rumored that the noble may have had a hand in her death. Y was only spotted once more at his lover's grave before forever disappearing from the public eye. To those who knew his story, he became known as the truly tragic artist. Several years later, the noble was murdered. Thoughts. The story of Y still has several unsolved mysteries surrounding it and has invited much speculation, both of which have likely led to the theory that he and Phantom Thief B are one and the same. Those aren't the only reasons, naturally. Phantom Thief B has been known at times to try and dispose of counterfeits, believing them to be false beauty. This has led some to believe that Phantom Thief B may be attempting to rid the world of counterfeits that he himself created. Lending further credibility to this is the discovery that the forgeries disposed of by Phantom Thief B were indeed the works of Y. Okay, also ich finde die erste Theorie glaubwürdiger. Aber die zweite irgendwie ein bisschen spannender so. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste und eine von den dreien wirklich stimmt, würde ich jetzt eher an die erste glauben. Skilled Martial Artist Zed. Zed's personal history. The story of Zed is significantly different from the other two potential identities we have proposed here, making this an unusual but still plausible possibility. Zed was born in the Far East as the son of a famed military family. He was an attractive, delicately built young man, but he was far more skilled at martial arts than his frame would have suggested, being blessed with great natural talent. He is also said to possess a keen, sharp mind, and there was a mild air of arrogance about him too. Ja, das trifft zu, so wie wir ihn kennengelernt haben. Zed was indeed blessed in nearly every way. He came from an important family, he had skill, he had looks. And as a result, he came to feel bored with the world around him. He hardly kept such thoughts to himself. In fact, he often voiced his complaints to anyone within earshot. These complaints persisted until one day he simply disappeared, telling no one where he was going and leaving nothing to suggest his next destination. Thoughts. Achso, das war's schon. Ich dachte, es geht noch weiter. Much of this theory is based on the idea of geniuses being eccentric by nature. There are some who say that the fighting style of Zed has some resemblance to the peculiar skills used by Phantom Thief B. But in terms of credibility, this theory is barely a cut above many other similarly unusual suggestions. Still, the idea that the man beneath the mask is one from the East is certainly an interesting and exciting one, leading many to wish it were true, even if they find themselves doubting it actually is. Okay, aber wir sind mit Stand heute jetzt auch nicht viel weiter, oder? That brings us to the end of outlining three very different theories. Could X, Y, or Z be the true identity of our famed Phantom Thief? Or is the truth perhaps something else entirely? The only way we will know for sure is to hear the truth from the man himself. Of course, whether we can trust anything he says is a discussion for another time. Postscript. After this article was first published, we received a card believed to be from Phantom Thief B himself at our office. The contents of the card are as follows. The truth of my identity is already within your grasp. My number reveals all. Judging by this, it is believed that one of the three theories proposed is the true identity of Phantom Thief B. That said, uncovering the meaning behind his words has proven to be a trying task. Will one valued reader be able to step forward and solve what we cannot? Only time will tell. Ah, ich dachte, dass wir uns am Ende vielleicht für eine Theorie entscheiden müssen und dann die Belohnung am Ende davon auch abhängt. Aber ich finde es schön, dass das Thema nochmal aufgegriffen wurde. Also ich glaube, wäre ich in dieser
in dieser virtuellen Welt, ja, würde mich das auch total faszinieren. Also ich würde, glaube ich, alles mit aufnehmen und mitverfolgen rund um dieses Thema, einfach weil es irgendwie spannend ist. So, auf jeden Fall haben wir seine Cape und wieder ein bisschen Geld. Das ist schon mal gut. Vielleicht bekommen wir über die Cape ja einen weiteren Hinweis oder so. Wir können ja mal gucken, was es damit auf sich hat. Hier. Interessante Boosts. Bleu Blanc's Cape increases odds of foes dropping items. Agilität und Move. Ja, das ist so sowas Typisches, was man eigentlich den Nahkämpfern an die Hand geben könnte, ne? Das Problem ist, ich werde hier, glaube ich, nie irgendwas ändern, weil sobald die Tiger Heart bekommen, brauche ich irgendein Gegengewicht, um die magische Defensive irgendwie zu erhöhen. Es sei denn, man geht auf Risiko und verzichtet darauf komplett. Aber ja. Na gut, sehr interessant auf jeden Fall. Und der erste Kampf, ey, der hat aber ordentlich reingehauen. Ich wünsche mir ja sehr, dass wir jetzt hier auch die Chance bekommen, unsere CP wieder zu befüllen. Ansonsten wird das ein bisschen schwer mit dem nächsten Ziel, was ich mir hier gesetzt habe. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich kann ja beschleunigen. Ich vergesse das immer wieder ganz gerne. Es geht nicht, ernsthaft? Oh, das ist ja blöd. Das ist ja richtig, richtig blöd. Okay. Wollen wir es trotzdem mal probieren? Ich glaube, dann wird der Part ein bisschen Überlänge haben. So zeitlich passt das nämlich vorne und hinten gar nicht. Aber ist egal, ich speichere mal. Dann wird das halt eventuell eine etwas längere Folge. Müssen wir mal gucken. Ich muss auch erstmal. Ich habe jetzt mein Zettelchen nicht mehr. Wo waren das nochmal? Warte, 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 warte. Nee. Das war, glaube ich, irgendwas hier, ne? Worthy, deemed, was? Eis. Ich glaube, das war hier. Was ist das? Ich glaube, wir hatten zwei Türen, wo die irgendwie auf Sinn hingedeutet haben, aber ich weiß noch, wie der Raum aussah und das hier war es definitiv nicht. Okay. Falsche Entscheidung. Warte mal. Die Sandor 3 war es. Die olle Schlawiner-Tür. So, dann gucken wir mal, was jetzt hier abgeht. Boah, dieser eine Part, ne? Unvergessen. Wie sinnlos frustriert ich da einfach gewesen bin. Aber jetzt müsste ja irgendwas Neues passieren. Ich habe es noch nicht geträumt, dass wir da diese Einladung bekommen haben, ne? Sag mir bitte, dass jetzt hier was Neues passiert. Bitte. Und sag mir bitte, dass hier alle Gegner super zauberempfindlich sind, weil dann sollte das hier kein Thema sein. Oh, good day. It's nice to see you. So, would you like to participate again? Oh, is that an invitation, I see? Could I trouble you to hand it over? Nee, nimm. Dafür haben wir es mitgebracht. The tournament invitation was carefully inspected. Thank you. You may now challenge the Heart Arena whenever you see fit. Well, what would you like to do now? Ja, wir joinen mal die Heart Arena. Splendid. Well then, if you don't mind following me. Ich würde mich ja so, so, so sehr auf das freuen, was jetzt hier kommt, wenn wir hier mit vollen CP reingestartet wären. Aber ist okay. Ich starte jetzt einfach mal, oder? Die Routes werden ja die gleichen sein. Einfach gewinnen und gut ist. Ich sehe es schon. Ich werde wahrscheinlich vor der finalen Runde hier wieder so einen richtig miesen Cut setzen. Aber mal schauen. It is now the moment you've all been waiting for. Tonight, four new warriors will be stepping up to the plate and challenging the Heart Arena. So let's get right to introducing our fierce fighters, shall we? In the blue corner, we are led by Father Kevin Graham of the Septian Church's Greizritter. Standing against them in the red corner, we have the mysterious Team Black Jägers. Let the first round begin. Step on up and ready your weapons. Jawohl. Ready, fight! Oh mein Gott! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Was könnt ihr? Ah, jetzt habe ich die Texte halt wieder nicht drin, ne? Aber naja, gut, sollte jetzt auch nicht Prio 1 haben. Alle haben eine glatte 100 dazu stehen. Habe ich beim letzten Mal eigentlich rausgefunden, ob irgendjemand Pforte hat? Ich wollte bei Olivier wollte ich gucken, ne? Weil ich glaube, der hat irgendeinen roten Quarz auch mit drin. Jo, was machen wir? Ich glaube, warte mal, wir machen mal erstmal hier.
Das, was ich zuletzt auch gemacht habe, es wird bestimmt irgendjemand wieder rausgeschubst aus dem Radius gleich, ich sehe es schon kommen. Aber egal. So, und mit den anderen würde ich mal sagen, volle Möhre rauf, oder? App ist voll. Ja, erwischt alle, ist aber leider Gegner gebunden. Ich kann auch gleich auf den großen Zauber hier gehen, aber ich muss auch ein bisschen auf meine EP achten, ne? Nee, komm, wir bleiben mal bei Abyss Fall. Irgendeiner der Hunde wird doch gleich auf mich zugerannt kommen, deswegen visiere ich den mal an. Ah, jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt, ob der Pforte hat. Sag mal, wie mir das aber auch immer so kurze Zeit später einfällt, ja. Warte mal, hier hatte ich doch vorhin aber eigentlich was ganz Gutes. Genau, nämlich diese Geschichte hier. Kann er gerne nochmal auf sich casten. Hat uns gute Dienste erwiesen und wird es hoffentlich auch diesmal wieder tun. So, und hier diesen Glockabzauber, den hätte ich ja so gerne als Flächenzauber. Das wäre doch mal was. Aber ich werde jetzt Sinn hier wieder ein bisschen beschleunigen. Der hoffentlich den Großteil aller Gegnerangriffe auch abfängt. Deswegen steht er auch vorne. Oh nein. Oh nein. Jetzt geht schon wieder das lustige Rätselraten los, was es mit diesen Zustandsveränderungen hier auf sich hat. Okay, ich muss gar nicht Rätselraten, denn ich kann nichts tun. Wundervoll. Warte mal. Ich zauber mal oder schmeiß mir irgendwas ein, indem ich mir auch hoffe, dass irgendwas weggeht. Da ist was weggegangen, das ist schon mal gut. Ich habe ja auch noch so ein paar Recipes und sowas alles, ne, die ich jetzt noch ausprobieren könnte. Abyss Fall kommt aber durch. Das ist gut. Ja, Schaden ist nicht allzu hoch, aber es ist okay. So, dann lass uns mal gucken, was der Sinn so imstande ist auszuteilen. Gehe ich erstmal auf die Hundis oder auf die hinteren? Guck mal, der hier ist zum Beispiel gleich hinüber. Jawohl. Okay, zaubern kann sie leider trotzdem noch nicht. Das heißt, das ist nicht Ziel. Das ist nicht Ziel. Das war Mute, war das, glaube ich, ne? Mache ich mal das hier. Wenn ich weiß, dass es... Ja, okay, Mute ist es. Alles klar. Ich glaube, ich werde jetzt einmal den hier rauskloppen. Ich weiß, macht am Ende... Oh, wahrscheinlich mehr Sinn, sich das aufzuheben, aber die... Da kommen jetzt bestimmt wieder 3 Runden oder so auf uns zu. Jawoll, sehr cool. Hat er noch was hinterher? Nee, der verabschiedet sich nur. Ich dachte, der ballert jetzt irgendwie noch ein zweites Mal drauf los. Ja, dieser Einsatz wird mir wahrscheinlich in den nächsten Kämpfen ein bisschen fehlen, aber hey, dann ist das halt so. Guck mal, hier habe ich La Pforte. Aber eigentlich brauche ich gar nicht... Ich weiß nicht, ob das stackt. Wenn ich jetzt nochmal Pforte auf Sinn bringen würde... ich glaube, das ist mir zu riskant. Nee, nee. Lass uns mal hier wieder irgendwas Offensives rausballern. Warte mal, hier haben wir 4 mit drin. Das ist gut. Und er, solange er zaubern kann, soll mir alles andere recht sein. Ich glaube, jetzt kann er hier auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Ja, ich würde uns gerne mal das Neue hier zeigen. Das Problem ist nur, dass ich jetzt die EP halt so ein bisschen auch im Blick haben möchte. Der Schaden, den wir fressen, der ist okay. Für die erste Runde hätte uns auch schlimmer treffen können. Ich glaube, das sollte hier und heute drin sein. Rollo. So, dann gucken wir, wer wird der nächste sein. Warte mal, das Ding ist, ich könnte jetzt hier jemanden finishen. Ich gehe jetzt aber... Warte mal, nee, wir gehen mal auf den hier. Achso, der ist auch weg, alles klar. Ich wollte jetzt einen von den stärkeren Gegnern erwischen. Ja, ich glaube, so ziehen wir das jetzt bis zum Ende des Kampfes durch. Ich weiß nicht, ob ich kurz vor... Ah, die beleben sich auch gegenseitig wieder. Okay. Solange ich mit den Flächenzaubern um die Ecke komme, ist das aber, denke ich, kein Thema. Denn die werden ungefähr zeitgleich alle verrecken. Das ist zumindest der Plan. So, warte. Dann hier noch eine Art hinterher. Wobei, warte mal, die sind beide gleich hinüber. Ich glaube, Olivier kommt ja gleich zum Zuge. Ja,
Wir müssen mich dabei belassen. Jawohl! Yeses, yeses, yeses! So habe ich mir das vorgestellt. So darf es gerne weitergehen. Olivier sogar mit Level up. Kommt gut. Auch weil ich die Heilung, die damit einhergeht, sehr gerne entgegennehme. The match is decided. The winner is Father Graham's team. Jawohl. Die zweite Runde geben wir uns jetzt auch noch. Aber sollte ich die schaffen, Leute, stellt euch schon mal innerlich drauf ein. Oh mein Gott. Das ist fast Regelverstoß. Die passen doch fast gar nicht aufs Feld, ey. Let's keep up this momentum. First, allow me to introduce who will be fighting in the second round. In the blue corner, we are led by Father Kevin Graham of the Deception Church's Greizritter. Standing against them in the red corner, we have the 13 Factories Manufactured Team Rheingold. Step on up and ready your weapons. Ready, fight! Wenn das jetzt schon wieder irgendwelche Dinger sind, die irgendwas wegkontern, blocken, was auch immer, und ich sehe das jetzt nicht, weil mir die Info darunter fehlt, dann ist das ungeil. Gold Lure oder so. Die sind auf jeden Fall neu. Tja, ich würde mal sagen, wir tun so, als wären das ganz normale Gegner, die man ganz normal beschädigen kann. Das heißt, ich fange jetzt hier erstmal wieder mit Earthwall an. Boah, die werden mich bestimmt wieder zur Seite kicken, aber Gaia Shield ist so teuer. Das ist so teuer. Ich glaube, ich nehme das Risiko jetzt auf mich. Obwohl, er wird ja eh nicht zum Zuge kommen. Er wird doch eh nicht zum Zuge kommen. Es sei denn, er nimmt einen Craft. Aber so, das hier hat vorhin gut funktioniert. Machen wir nochmal. So, und die gute Ren könnte... Ja, sie könnte hier, aber sie könnte auch hier. Ich glaube, wir werden es wieder auf Abyssfall hinauslaufen lassen. So sieht das doch ganz gut aus. Und bei Olivier, da wollte ich jetzt gucken. Ja, guck mal, er hat La Forte. Aber Dings bufft sich ja, oder hat sich ja jetzt selber schon gebufft. Deswegen, komm, hau da einmal rauf. Und wir null Schaden. Ernsthaft? Pass mal auf, am Ende sind die komplett immun gegen physische Angriffe. Aber das werden wir spätestens jetzt ja sehen. Und da jetzt überall die Null steht, wäre das mega der Fail. Aber Schaden gibt's. Das ist schon mal gut. Ich baller das jetzt raus. Ich gehe mal davon aus, die werden jetzt hier im weiteren Kampfverlauf auch ein bisschen an CP wieder mit dazugekommen. Und ich hoffe, wir starten nicht mit leeren Händen in den nächsten Kampf. Okay, Move ist runtergegangen. Das ist bei Kevin nicht schlimm. Ich hoffe nur, dass die nicht so mit richtigen ekligen Zustandsveränderungen gleich wieder um die Ecke kommen. Ich weiß ja nicht, was sie da analysieren, aber es ist bestimmt nicht zu unserem Vorteil, oder? Ist das so eine Quasi-Aufladung, wenn die da in die Data Analysis gehen, oder was? Keine Ahnung. Solange meine Zauberer zaubern können, ist alles gut. Jawohl, guck mal, Ren könnte jetzt wieder Peter Mater holen, wird sie aber nicht tun. So, wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen Heckmeck betreiben. Idealerweise bei denen, die noch am meisten Energie über haben. Das bist mit Stand jetzt gerade du. Okay, unsere Zauberer werden es schon richten. Also wenn die jetzt nicht noch irgendwas aus dem Ärmel packen, was mich hier richtig aus dem Konzept bringt, dann sollte das am Ende klar gehen. So, jetzt gehen die allerdings weit auseinander. Ungeil. Was war das hier nochmal? Das war eine Line Attack. Ja, mit einer relativ schmalen Linie. Aerostorm. Oh, das lässt sich aber beliebig platzieren. Genauso wie Ariel auch. Könnte man eigentlich mal machen, ne? Die Frage ist, ob die halt so bleiben, wie sie gerade sind. Aber ich werde es mal versuchen. Der ein oder andere scheint sich auch von seiner jetzigen Position nicht wegbewegen zu wollen. Aber jetzt können wir uns mal Dings hier angucken. Diese Catastrophe hier. Wollen wir das mal... Komm, geben wir uns das. Ein bisschen was an EP hat er ja noch. Unseren Leuten geht's gut. Jetzt ist seine Defensive runtergegangen. Auch das ist für mich okay. Also solange meine Leute noch voll handlungsfähig sind in dem, was sie tun... Und tun wollen, ist mir alles recht. Das habe ich gerade kurz beschleunigt, dabei kennen wir das so noch gar nicht. Wow.
Okay, der Schaden, der kann auf jeden Fall einiges. Das ist schon mal super. So, dann... Ja, ich glaube, ich brauche jetzt auch gar keinen Masterplan mehr hier zurechtzuschustern. Ich glaube, so sollte das irgendwie hinhauen. Warte mal, wer hat hier am meisten? Alles um die 4000 rum. Ach so, der ist blind. Sinn ist blind. Ich wollte gerade anfangen hier mit rumpöbeln, aber... Oh nein. Wie ich das jedes Mal vergesse, dass die Maschinen dazu imstande sind. Aber Schaden ist okay. Schaden ist okay. Und wir haben es gleich geschafft. So, kriege ich jetzt hier alle rein. Ja, wenn sie einmal so bleiben, und das werden sie, denn Ren kommt als nächstes an die Reihe, noch bevor die irgendwas machen können. So, hier sollte ich jetzt aber vielleicht eher auf irgendwas mit Heilung gehen. Warte mal, Revives, Heals, 12.000. Ich weiß gar nicht, wie viel er insgesamt hat, aber soll er mal machen. Kommt auch direkt an die Reihe, das ist gut. So, und ich glaube, das könnte es jetzt eventuell gewesen sein, oder? Jetzt werde ich noch ein bisschen Schaden fressen an der einen oder anderen Stelle. Au, ja. Das hat wehgetan, aber nicht, wenn Sinn attackiert wird. Dem tut hier gar nichts weh. 18 Pünktchen hat das Ding noch. Ernsthaft? Ernsthaft? Kriegen den jetzt nicht down? Doch. Oh Gott, drei Leute kriegen da noch voll aufs Brett. Aber egal, wir haben es geschafft, liebe Leute. Zwei Level-Ups gibt's auch. Auch die nehme ich sehr gerne entgegen. Und... Ach Mist. Ich dachte, da kriegen wir jetzt vielleicht noch irgendwas. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen Cut machen. Es ist richtig, richtig mies und fies, ich weiß, aber wir sind, glaube ich, sowieso schon über der regulären Zeit. Also ich nehme ja immer so als Richtwert 30 bis 40 Minuten. Von daher, beim nächsten Mal starten wir dafür mit einem umso spannenderen Thema in den Part. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!